eskaliert jetzt der Streit mit dem Truppe von Let's Bastel. Im heutigen Video kläre ich darüber auf. Servus und herzlich willkommen bei Berufwut. Bei mir geht es um die Heimwerkerei und im Speziellen um die Elektrotechnik in der kleinen Werkstatt für den Heimwerker. In meinem letzten Video habe ich den Tellerschleifer gebaut. Das Video verlinke ich euch einmal für die, die es noch nicht gesehen haben. Dazu hat es verschiedene Meinungen gegeben und auch verschiedene Fragen. Und auf die Fragen möchte ich jetzt kurz eingehen. Zum Thema Truppe kommen wir dann danach. Ich habe dazu ja einen reinen Drehstrommotor verwendet. Und der Steffen, der Bastelbär, blendet euch einmal ein, hat mir da eine Frage dazu gestellt. Ihr wollt wissen, warum ich da eine ganz normale herkömmliche Drehstromschaltung, also auf 400 Volt angeschlossen habe und nicht irgendeine Steinmetzschaltung verwende. Ob das einen bestimmten Grund hat, ob das nicht besser war und hin und her. Lieber Steffen, grundsätzlich spricht ja nichts dagegen, dass man auch das noch macht. Dass man noch eine Steinmetzschaltung zeigt. Es ist halt jetzt so, das ist ein ganz normaler Drehstrommotor, 0,55 kW, also schließe ich ihn in erster Linie mal auf Drehstrom an. Zum Thema Steinmetzschaltung, wenn das gewollt ist, ich mache jetzt da oben mal eine Umfrage, wenn ihr die Steinmetzschaltung sehen wollt, dann baue ich die gerne auch. Ob die besser oder schlechter ist und so weiter, ob das was Negatives hat, ja, das hat was Negatives. Erstens, im Vergleich zu den 0,55 kW auf Drehstrom angeschlossen und Steinmetz, verliert das Ding um 30% Leistung. Das heißt, man hat nur noch 70% der Leistung, die er so, wie ihn jetzt angeschlossen anbringen würde. Das nächste ist, er kann auf gar keinen Fall unter Last irgendwie anlaufen. Bei einem reinen Drehstrommotor ist das Magnetfeld, das da drin entsteht mit den drei Phasen, zwischen den Phasen um 120 Grad verschoben. Das heißt, es ergibt ein Drehfeld von 360 Grad mit der Steinmetzschaltung. Kriegt es nur ein Drehfeld, also ein Kreiszahn mit 270 Grad. Hat was mit der Phasenverschiebung oder mit der Verschiebung der Phasen zwischen Außenleiter und Neutralleiter und einmal dann über den Kondensator nochmal. So kann ich, ein Richtwert für den Kondensator, weil da haben sehr viel gefragt. Circa 70 Mikrofarad wird pro kW ungefähr veranlagt. Das heißt, der hat 0,55 kW, warten wir irgendwo bei 38 Mikrofarad. Irgendwie sowas, 38, 39 Mikrofarad. Genau habe ich es jetzt nicht ausgerechnet, da gibt es eine Formel. Das ist jetzt ein wenig so pauschal. Wie gesagt, wir können das gerne machen. Es spricht halt in meinen Augen nichts dagegen, wenn ich in der Werkstatt Drehstrom habe. Wenn ich einen Drehstrommotor habe, dann schließe ich ihn nicht auf Ölbetriebe. Des Weiteren muss ich auch klar sein, an die Lager, der Welle, der ganze Motorenlager, wenn das Drehfeld, das da drin entsteht, nicht hundertprozentig kreisrund ist, heißt das, dass das intern ein bisschen ein Kraftproblem, eine leichte Unwucht ergibt. Das heißt, diese Steinmetzschaltung wirkt sich ganz klar auf Lager, auf den Verschleiß des Motors aus. Der Dirk Mertesheimer hat angemerkt, wie ich den Motor angeschlossen habe, habe ich noch einen Nuckertollsteck gehabt und habe ihn in Betrieb genommen. Wie ich den gekriegt habe, war über der Welle so eine Schutzkappe, die habe ich abgezogen gehabt. Und da drin, auf dieser Welle, ist ja die Passfeder. Man muss da aufpassen, wenn man den in Betrieb setzt, dass die Passfeder nicht durch die Gegend schleudert. Ist anscheinend schon passiert. Mir war das so hergesehen gar nicht bewusst, weil ich habe nämlich vorher auf die Passfeder einfach hingelangt und habe festgestellt, die ist bombenfest, da rührt sich gar nichts. Ich habe die sogar einmal zu außen da, wie ich die Scheiben drauf da habe, habe ich die richtig außerschlungen müssen. Ich habe die fast nicht rausgebracht. Grundsätzlich war aber da bei einem neuen Motor eher so ein Schutzkappen drüber, das schützt die ganze Welle und sorgt auch dafür, dass die Passfeder nicht abhauen kann. Also so viel dazu, ist echt ein angebrachter Tipp. An das habe ich, wie gesagt, gar nicht gedacht, weil es bei mir halt nicht nötig ist. Der Roger Stocker hat mich gefragt, warum ich da drin den Neutralleiter nicht, warum ich den durchgeklemmt habe, obwohl ich ihn ja weder da drin wirklich brauche, noch da oben am Klemmbrettel brauche. Selbstverständlich muss ich sagen, hat er grundsätzlich recht. Ich müsste das nicht tun. Da ist da drin also Metall mit unten und oben, mit unten und oben eine Klemme und da kann man das drauf klemmen. Er wollte jetzt wissen, warum? Ja, ich habe jetzt da drin zwei blaue Adern. Das heißt, ich müsste auf beide Adern wieder irgendein Vakuumklemmen drauf machen und hätte es da drin bloße Rumpflaken. Roger, du hast mich gefragt, warum ich das gemacht habe. Gegenfrage, was hätte ich für einen Vorteil, wenn ich das nicht da? Die Adern flackern da dann nur lose rum. Das Beste war natürlich gewesen, man hätte von Haus aus nur eine vieradrige Leitung genommen. Das habe ich aber aktuell einfach nicht da gehabt, darum habe ich die fünfadrige genommen. Man könnte auch
den fünften Draht, den blauen Draht, einfach abzwicken, auszwicken. Man braucht ihn nicht. Und das ist wieder eine Elektrikerkrankheit. Ich zwick keinen Draht nicht weg, wenn ich es nicht unbedingt tun muss, weil wer weiß, was ich mit dem Draht, mit dieser Ader mal anfangen kann. Also Roger, ich hoffe, du bist einverstanden mit der Lösung. Es ist egal, ob du es so oder so machst. Der Gerhard Weinberger hat mich gefragt, warum ich da überhaupt einen Motorschutzschalter her mache. Seiner Meinung nach kann man die überhaupt gar nicht überlassen und ist seiner Meinung nach nicht nötig. Gerhard, du kannst das gern handeln, wie du das für richtig hältst. Ich habe ganz klar zwei Punkte, warum ich das gemacht habe. Erstens ist Vorschrift. Für Drehstrommotore ab 0,5 kW ist ein Motorschutzschalter vorgeschrieben. Das ist der erste Grund. Und der zweite, hätte ich den nicht da, brauche ich irgendein anderes System zum Aus- und Einschalten. Müsste dann mal wieder irgendwas bauen. Dann zu dem Thema, du findest, so kleine Motoren kann man sowieso nicht überlasten. Du hast gar keine Ahnung, was mir in meiner Karriere schon passiert ist. Der Tellerschleifer läuft, keine Ahnung aus welchen Gründen immer. Hinten hat dann über das Lüftergehäuse einer ein nass Handtickel drüber gehängt. Und hat sich da das Handtickel warm gemacht und ich wollte Handtickel trickern. Dann war es nicht das erste Mal, dass man da irgendwie was versucht, irgendwie was tut und dass sich da drin was verkeilt. Dann würde der Motor nicht anlaufen. Vor allen Dingen, wenn man da jetzt die Steinmetzschaltung, einen Wechselstrommotor hat oder die Steinmetzschaltung, hat der fast kein Anlaufdrehmoment. Das heißt, die Scheibe würde blockiert werden, wenn da irgendwie was drin ist. Bis er fort ist. Vorher haben die Anmerkung gebracht, also ich hoffe, das Thema haben wir jetzt geklärt, warum wir das so gemacht haben. Bei diesem Motor ist er vorgeschrieben und irgendeinen Schalter brauche ich ja sowieso. Einige haben dann drauf geschrieben, haben in der Wicklung die dünne Draht drin gesehen, am Klemmbrett, die dünne Draht, das ist ja eine Thermosicherung. Selbstverständlich könnte man diese Thermowicklung herausführen mit einer Auswertelektronik in einem FU zum Beispiel auswerten lassen, oder man kann es, das ist da wäre in der PTC ein temperaturabhängiger Widerstand, der sich ändert, oder man kann einen Nullspannungsschalter irgendwie dran machen, bei Überhitzung würde der dann auslösen. Selbstverständlich geht das alles. Ich weiß nur nicht, ob der Bastler in der Lage ist, das Ganze zu machen. Und für Bastler, für Heimwerker mache ich ja die Videos. Ich mache ja die Videos nicht für Elektriker, für Elektrotechniker und für Motorentwickler und Ingenieure oder sonst was, weil die sollten das eigentlich können. Die sollten eigentlich meine Videos überhaupt nicht anschauen. Wo sie mittlerweile mitgekriegt haben, dass viel aus dem Handwerk, Handwerksmeister, Chef, sogar das eher eine Auszubildenden vorstellen, weil das eine oder andere, glaube ich, kann man schon mitnehmen. Die Einleitung von meinem Tellerschleifer-Video war ja dann, dass ich einen Michael Truppe, also den Tellerschleifer von Let's Bastel, und dass ich dann gesagt habe, das kann ich besser, weil er die Elektrotechnik nicht zeigt. Als erstes verlinke ich unten einmal das Video vom Michael. Dann könnt ihr den seinen Tellerschleifer einmal anschauen, den er noch nicht angeschaut hat. Mein Tellerschleifer habt ihr ja jetzt am Tag davor gerade gesehen und im letzten Video. Selbstverständlich hat der Michael recht, wenn er sagt, er zeigt die Elektrotechnik nicht. Ist ja vollkommen in Ordnung. Ich zeige es, ich bin Elektriker, ich traue mir das machen. Ich warne jedes Mal, Leute, ich warne jedes Mal, Strom ist kein Spaß. Wer sich das nicht zutraut, wer nicht ein bisschen irgendwie was damit zu tun hat und ein bisschen wie was macht, ein Werkzeug hat, ein kleines bisschen Ahnung, abschalten, ausschalten und so weiter, der soll das dann einfach lassen. Ganz klar braucht man nicht reden. Also, Luki, ich bin vollkommen deiner Meinung. Es ist absolut in Ordnung, wenn der Michael da die Elektrik nicht zahlt. Dann habe ich noch einen interessanten Kommentar gefunden vom, da muss ich jetzt spicken, von dem oder der Anja Korkonen. Ich glaube, das ist der kleine Bruder vom Thor. Er schreibt, unser Gejammer, YouTube-Stars und gut gehende Firma und warum dann überhaupt. Du hast das Konzept YouTube nicht verstanden. Ich glaube, kein YouTuber weltweit möchte Filme machen für Leute, wie du einer bist. Lass doch dann einfach bleiben. Warum setzt du so einen Kommentar auf? Geht da irgendwo einer runter oder was? Für was? Glaubst du, dass das irgendjemand auf der Welt, irgendjemand in der Menschheit irgendwo interessiert, was du da für einen Mist abgibst? Lass mir das einmal. Lieber Sven Fischer, ich habe vor gut einem Jahr hab ich YouTube angefangen. Hab dann irgendwie drei Monate gemacht, hab dann ein halbes Jahr nichts da und jetzt tue ich seit Oktober oder was tue ich wieder. Also wenn du sagst, früher war ich besser, dann weiß ich gar nicht, was du überhaupt damit meinst. Das ist das Erste.
Das nächste, wenn du meinst und mir schreibst, ich habe einen Truppe seinen Tellerschleifer nachgebaut und er ihn schlecht macht, dann kann er dir nur eins empfehlen. Du musst einen Urologen wechseln. Du siehst schlecht. Und selbstverständlich geht es mir um Klicks. Ich bin ja da nicht irgendwie bei einem heiteren Tischtennis spielenden Hobbyverein oder irgendwas. Ich möchte mit YouTube erfolgreich sein. Ich möchte, dass meine Videos geschaut werden. Ich möchte, dass ich um 7 Uhr auf Nacht ein Video online stehe und am nächsten Tag in der Früh, wenn ich aufstehe, mindestens über 10.000 Klicks haben. Selbstverständlich will ich das. Die Frage ist, ob ich die kaufe. Wenn ich meine Zahlen so anschaue, interessiert es ja doch ganz schön viele Leute. Aber wenn ich die nicht mehr interessiere, ist ja das gar kein Thema. Und das war's wieder. Tschüss, Servus. Für die, die Kommentare nicht so lesen, zeige euch einmal, blendet euch einmal ein, was der Michael von Let's Bastel geschrieben hat. Und jetzt geht's um das allzeit beliebte Thema, mein Streit mit dem Michael Truppe von Let's Bastel. Ich habe überhaupt gar keinen Streit. Ich hab den Truppe niemals beleidigt. Ich habe niemals gegen ihn gewettert, gegen seinen Kanal. Das tut ihr einfach in die ganze Geschichte eininterpretieren. Das ist euer Wunschdenken. Bevor ich mit YouTube angefangen habe, habe ich einen Truppe schon abonniert gehabt. Ich bin begeistert von ihm. Ich glaube, er war mitverantwortlich, dass ich auf YouTube einen Kanal gestartet habe. Natürlich habe ich meine Chance gewittert, wenn er irgendwelche Sachen baut, die es hunderttausende Leute anschaut, die Elektrik nicht zeigt, ich die Elektrik machen kann, kann ich da wenn irgendwie von ihm, bin ich ein bisschen ein Nutznießer. Ja klar, manchmal, rückwirkend gesehen, denke ich mir, hätte ich das lassen, hätte ich niemals geschrieben, Heribert Truppe, irgendwas. Das war von Anfang an einfach nur als Witz gedacht. Ich müsste mal überlegen, das Nockerberg, der Blecker mit den Politikern, wer wird denn da der Blätt? Der Huber Sepp vom Ortsverband der CSU in Osterhofer? Nein, ganz sicher nicht, weil den keine Sau kennt. Beim Fußball das Gleiche, irgendwelche Schlagzeilen, irgendwelche Nachrichten, irgendwas Interessantes vom Fußballer, interessiert nur von dem Fußballer, den die ganze Welt kennt. Wenn in der Hameglas der Huber Dieter in der ersten Halbzeit gegen Schwanenkirchen 8 Tore schießt, interessiert das keine Sau. Da macht keiner einen Witz und sonst auch nichts. Ich glaube, dass Menschheit geil drauf ist. Es war richtig geil, wenn es jetzt da einen richtigen Streit zwischen Michael und mir gibt und wir darf man gegeneinander Hasstiraden fahren und so weiter. Das ist auch reich gefallen, gell? So denkt der Truppe drüber. In unserer Szene ist es ja gar nicht möglich, dass man an dem Kanal Let's Bastel vorbeikommt. Es ist ja kaum einer da, der so stark inspiriert und auch polarisiert. Positiv und negativ. Ja, das ist ja sein gutes Recht. Einer schimpft und das ist ein Bastelkasperl und was weiß ich, was ich hab. Okay, das ist deine Meinung. Habe ich ja gerade eingeblendet, wie der Michael darüber denkt. Ich möchte euch nur so viel sagen. Auch bevor ich dieses Video gemacht habe, die News, falls einer nicht verstanden hat, das waren halt News. Bevor ich dieses Video gedreht habe, habe ich ihm eine Sprachnachricht geschickt und er hat mir auch geantwortet. Wir haben schon öfter Kontakt miteinander gehabt. Hab gefragt, ist das in Ordnung, wenn ich im Titel deinen Namen nutze und dein Ding nutze? Oder selbstverständlich, er schreibt mir auf keinen Fall, er würde keinem vorschreiben, den zu hernehmen. Und ihm ist auch vollkommen klar, dass wenn einer, der nichts mit Let's Bastel zu tun hat, in seinem Titel oder Thumbnail irgendwo das Let's Bastel drin hat, dass das damit einfach vielleicht mehr Klicks generieren kann. Selbstverständlich. Leute, lasst doch einmal die Kirche im Dorf, nur weil gegeneinander irgendwie ein paar kleine Spitzen haben, hat doch, also in meinen Augen hat jeder das Recht. Selbstverständlich suche ich mir eine Nische. Und meine Nische ist halt einfach mehr aufs Elektro hin. Aber halt nicht, da müsste ich einen reinen Elektrikerkanal machen und da dann zeigen, wie man Wohnhäuser installieren und so weiter. Das ist aber nicht für die, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte zeigen, dass die Elektrotechnik, ich zeige ja eh nur Ausschnitte, Kleinigkeiten, was man dann selber machen kann. Man muss nicht für alles irgendeinen Professortitel haben. Ich zeige einfach nur, ich möchte nicht unbedingt animieren, dass jeder alles selber macht. Aber was ich da möchte, ist dazu animieren, dass man das bewältigen kann. Wie viele von euch haben die Absauganlage vom Truppe gekauft, haben sie die Einschaltautomatik gekauft, und das Zeug liegt jetzt seit 2 Jahren, 3 Jahren, 1 Jahr oder was daheim und ist nicht gebaut. Jetzt mal wieder die Schikane, ja, so ist überhaupt Läden und die Elektrik kann ich nicht, weil die Elektrik hat er nicht gezeigt. Ist das überhaupt etwas? Seid mal ehrlich, bei wie viel ist das so? Also? Bei mir heißt es,
ausgelutscht, das Thema vom Truppe in Tellerschleifer genommen. Das ist ja gar nicht wahr. Wer das Video angeschaut hat, ich habe überhaupt nicht gezeigt, wie ich einen Tellerschleifer gemacht habe. Ich habe einmal gezeigt, wie ich eine Scheibe ausfräse. Und das war's. Ich habe überhaupt nichts vom Tellerschleifer gesagt. Um einen Motoranschluss, um den ist es mir gegangen. Und das hat der Truppe nicht da. Und auch sonst habe ich das nicht gefunden, dass irgendeiner erklärt, dieser Motor passt, den kann man da so anschließen, den Motorschutzschalter. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war ein wenig übers Ziel hinaus. Wenn sich da einer aufregt, dann hat er das Konzept von meinem Kanal nicht verstanden und darf sich gern nach irgendeinem anderen Kanal umschauen. Überhaupt kein Thema. Ich selber hab das seit eineinhalb Jahren daheim. Ich hab mir das gekauft. Normal wollte man den im stillen Kämmerlein bauen. Da sie sich eine Sache daheim haben, das ist ja wohl klar. Und auch Zyklone stehen mittlerweile zwei oder drei umeinander. Aber auf die Kommentare vom letzten Video, dass ich nur den nachmache und so weiter, hab ich mir gedacht, Helmut, genau das machst du jetzt. Jetzt baust genau nach Michael seiner Anleitung die Absauganlage und dann hinterher kann ich mal sagen, ist die gut oder ist die nicht gut? Natürlich baue ich da nicht seine Lötversion als Elektronik ein, sondern meine El-Taco-Geschichte. Wer das sehen mag, soll sich das anschauen. Wer das nicht sehen mag, weil er schon kann oder was für ihn uninteressant ist, der soll es doch lassen. Das ist an jedem sein Recht. Aber dann brauche ich nicht dumm dahermalen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach wirklich nicht. Ich schaue selber auch narrisch für YouTube und bladel da durch. Und wenn ich schon an jedem gesehen habe, wenn ich mal momentan kann mich nichts, kein Startbeutel, nichts triggert mich, dann fahre ich durch Trends durch. Das ist aber meistens nichts für mich, weil, weiß ich nicht, in die Trends sind eher Sachen, die interessieren mich nicht. Also, dann fahre ich auf der Startseite durch, ich schaue mir einen Bastelkanal an, dann kommst du zum nächsten Bastelkanal, schau, wie die Thumbnails ausschauen, lass mich da inspirieren. Selbstverständlich baut man das eine oder andere von anderen nach. Aber Leute, wenn ich dann da irgendetwas sehe, was mich nicht interessiert oder irgendwas, oder dann schalte ich ein und wenn dann am Anfang, wenn der Typ langweilig ist oder wenn mir das, meine, dann schalte ich weiter, dann schreibe ich da gar keinen Kommentar nicht hin, ich schreibe nicht hin, ja, du hast alles nachgebaut und das hat der war. Mensch, lass doch die Leute einfach leben, was soll denn das? Also nochmal, dass alle verstehen, ich hoffe, dieses Video schauen ganz viele Leute an, ich habe nicht das geringste Problem mit Michael Truppe und mit seinem Kanal Let's Bastel. Michael, Grüße gehen raus. Und noch eine Warnung, Michael. Ich baue deine Absauganlage und wehe, die taugt nichts. Weiterhin wünsche ich euch viel Spaß in der Werkstatt. Das war's von meinem Kanal. Für euch, Servus.